Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt eines Steam-Spiels, Escape Goat, also die flüchtende Ziege. Wir starten und schauen uns das an. Du bist in Gefangenschaft, Ziege, wegen verbrecherischer Hexerei. Nun weile hier mit den anderen bis in alle Ewigkeit. Gefängnis von Agnes, Raum 1 von 6. So, wir gucken. Okay, mit R können wir uns quasi selber töten. Mit Z können wir springen. Auf gar keinen Fall. Nach oben gehen, ah, okay. Ich könnte es aber auch mit Leertaste machen, mal. Stoßen X. Herbeirufen C. Irgendwas benutzen, nochmal versuchen, okay. Ah, okay. Manche sagen, drücke Space, um zu springen. Oh, haben sie gleich angepasst, ist ja witzig. Dann sagt, drücke länger auf Space, um höhere Orte zu erreichen. Ich sage, drücke doppelt auf Space. Drücke hoch vor einer Tür, um hineinzugehen. Raum 2 von 6. Ich will es gar nicht genau wissen. Oh Gott. Ah. Da. Hier hoch. Okay. Da ist ein Schädel. Okay. Darum haben wir eine schlafende Maus. Okay, komme ich nicht an. Wahrscheinlich können wir uns in die Maus. Können wir uns die Maus verwandeln oder sie die Maus drückt was? Kann das sein? Müssen wir sie jagen? Versuchst du zu fliehen? Nun, du bist nicht alleine. Ich gehe mit dir. Drücke C, wenn du meine Hilfe brauchst. Hallo. Drücke wieder auf C, um mich zurückzurufen. Ich glaube, wir wären ein tolles Team. Und du kannst auch C drücken, während du runtergedrückt hältst, um mich abzulegen. Oh, es ist süß. So, was haben wir hier? Können wir durchstoßen? Na klar, können wir hier durchstoßen. Drücke X zum Stoßen, du kannst am Boden der Luft stoßen. Nicht so praktisch, oder? Was ich hier gerade getan habe. Ah, okay, doch, alles gut. Ich weiß dann nicht, warum ich das auf einmal aktiviert habe. Dann einmal hier rüber. Holen wir uns die kleine Maus wieder heran. Das ist ein Schlüssel, den wir auch brauchen. Okay. Ja, das war klar. Respawn die? Nee. Erstmal einen Zauberhut erhalten. Oh ja, mit diesem Zauberhut kannst du dich zu mir teleportieren, wenn du V drückst. Oh Gott. Ach.
Lol. Oh lol. So, haben wir den Schlüssel geholt. Steckst du fest? Drücke R, um es nochmal zu versuchen. Nö, verzichte. Ich teleportiere mich hier lieber hin. Das ist ja geil. Tschu. Null. Raum 6 von 6. Oh. Scheinbar verschwindet der Zauberhut, wenn du durch eine Tür gehst. Schade. Das ist tatsächlich schade. Das ist ja ärgerlich. Gut, ein Bossgegner, ne? Oder? Ich habe dich erwartet, aber jetzt ist nicht die Zeit für Erklärungen. Du musst jeden meiner 8 Brüder finden. Okay, doch kein Bossgegner. Ja, sein können. Die Versammlungshalle. Die schwarzen Gruben beendet. Räume 0 von 6. Willkommen, mein Freund. Wenn du einmal feststeckst, kannst du bis hierher zurückkehren und in eine andere Richtung weitermachen. Okay. Beendete Räume 0 von 6. Wo habe ich denn was beendet? Schon beendet? Hier unten? Oder war es einfach nur das Tutorial gewesen, ne? So, was haben wir hier? Die Ruinen aus roter Erde. Na dann, auf geht's. Denk dran, halt hochgedrückt und drücke dann C, um mich in die Luft zu werfen. Aber mit Gegnern oder was? Ja, aber nichts an der Tatsache, dass ich nicht weiterkomme. Okay. Da kommt er nicht weiter. Da auch nicht. Okay, nochmal kurz restarten. Das ist ja richtig, die machen das kaputt. Aber ich komme da nicht weiter, ne? Ah doch. Kann ich zerstoßen. Ekelhafte Gegner. Ding. Danke sehr. Haben wir die Tür aufmachen? Wir brauchen den Schlüssel. Der da oben ist. Easy going. Sofern man nicht runterfällt. Easy. So. Noch ein Zauber. Ja, drücke vor, um mir die Plätze zu tauschen, okay. Na, verdammt, die können ihn auch töten. Ups. Mensch. Wird hier etwa krank? So, eigentlich jetzt das gleiche wie. Oh, ne, geht gar nicht.
bin durch ihn durchgerusht, war. Fuck. Was ist, wenn ich das jetzt mache? Ich muss komplett von vorne wahrscheinlich anfangen, oder? Was, wenn ich jetzt da reingehe? Ah ja, okay, ich mach da weiter. Das ist natürlich sehr praktisch, ne? Das ist natürlich sehr schön. Das ist natürlich sehr, sehr schön. So. Schauen wir mal hier noch. Was ist hier? Die eisige Grotte. Gibt's hier überall gehen? Das ist ja voll doof. Macht gar keinen Spaß. Ist ja voll schwer. Stacheln, was? Ne, das sind keine Stacheln. Oh, was ist gut, ne? Bisschen rätseln. Easy going. Jing. Der Stein wurde runtergeschoben. Das wird betätigt. Also mit dem Zauber passiert nichts, doch, doch. Hm, bleibt da hängen. Ah ja, okay. Ding, 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 ding. Easy going. Durch Stoßen kannst du verschiedene Hindernisse bewältigen. Das war ja gemein. Wenn du einmal feststeckst, kannst du es mit R noch einmal versuchen. Okay, möchte ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Muss ich wohl leider machen. Ich traue dem nicht so richtig. Okay. Traue ich dazu nicht so richtig. Oh, verdammt. Oh, no's. Oh, no's. Hätte man nicht nachmachen dürfen, man. Wir gehen einfach, ohne irgendwas zu betätigen, da wieder raus. Ja, da funktioniert das nämlich auch. Dann geht das auch. So, wo muss ich denn hin? Nee. So. Njung. Ist das gut oder schlecht? Ich glaube, ich darf da nicht runter, oder? Raum 5 von 6. Okay, die kommen nicht durch das Eis durch, das ist gut.
Ja! So. Tja, die töten das wahrscheinlich mal hoch. Okay, dann habe ich immer eine Möglichkeit, ein paar Sekunden lang zum Schlüssel zu kommen. Jetzt war. Oh Gott, ey. So, den letzten. Wenn jemand aus dem Gefängnis entkäme, würde er sofort zu Staub verfallen. Okay, erledigt. Ah, guck mal. Das war so hier auch das anfängliche Ding gewesen. Und hier ist ja wahrscheinlich der Bossgegner, so wie wir alle befreit haben. Die Gruft, jetzt haben wir unten das freigeschaltet. Das elektrische Labor wäre dann entsprechend die nächsten. Oder würde da oben. Jetzt kommen halt auch immer noch Gegner dazu oder irgendwelche anderen Dinge, die uns kaputt machen. Okay, meine Freunde, war das was gewesen? Angespielt zu Escape Goat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Angespielt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.